Preis hier an dieser Stelle natürlich nicht zu vergessen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das gesagt, schauen wir gleich einmal rein in das, was heute so kommt. Guten Morgen übrigens auch an alle, die hier live zuschauen. Und wie immer auch die Einladung, wer Fragen hat, gerne direkt rein in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und da kümmere ich mich danach natürlich gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt an sich. Fragen, wie schon gesagt, live im Webinar sind nämlich immer am leichtesten zu beantworten, als wenn es dann im Nachgang kommt. Schauen wir weiter auf die Tagesnachrichten. So viel gibt es heute nicht. Ein paar wichtige Nachrichten kommen dann natürlich immer im Verlauf der Woche. Wir kriegen aus Japan heute nichts und aus den USA heute Abend nicht ganz so relevant den Haushaltssaldo. Nicht ganz so relevant. Wir sehen es hier, es ist eine Relevanz von 2. Hier haben wir ja die 3 Bullenköpfe. Na klar, hat das natürlich Auswirkungen, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn eine Zentralbank oder ähnliches spricht. Man sagt mir, ich sei sehr leise. Wartet mal kurz, ich klicke das gleich mal um hier. Gebt mir einen Moment. So, ich habe jetzt mal das Mikro etwas höher gestellt. Ich hoffe, ich bin besser zu verstehen. Kurze Rückmeldung wäre sehr, sehr nett. Ansonsten muss ich noch mal kurz in einem anderen Programm eine Einstellung verändern. Also, das zu den Tagesnachrichten für heute. Wie schon gesagt, viel kommt nicht an dieser Stelle. Das heißt, wir haben jetzt die Zeit, uns intensiv mit den Charts entsprechend auch zu befassen. Aber ich sehe gerade, ich bekomme noch die Information. Ich bin sehr leise. Wartet mal kurz einen Augenblick. Ich gehe mal eben auf die Einstellung in dem Mikrofon und kläre mal ab, was hier los ist. Dauert einen kurzen Moment. Aber sollte sich relativ schnell beheben lassen hier. So, wenn man weiß, wo man nachschauen kann, geht das ja immer. Beziehungsweise, wenn es die Technik zulässt. So. Ja, in GoToWebinar klappt alles. Danke, guten Morgen. Das passt. So, jetzt gucke ich nochmal kurz auf meinem Hauptmikrofon, was ich auf Facebook nutze. So, da ist der Pegel. Ich stelle mal den Pegel kurz ein bisschen höher. So, jetzt habe ich den Pegel höher gestellt. Jetzt sollte entsprechend auf Facebook der Ton auch besser sein. Ich lasse das mal, wie es ist. Und ja, sag mal, läuft los hier und wir schauen mal rein in die entsprechenden Charts. Starten wir doch einfach mal durch mit dem Währungspaar Euro-US-Dollar. Ich habe ja gestern im Research am Sonntag schon einiges veröffentlicht hier zu dem Blog. Den konnte mittlerweile jeder lesen. Und da hat mir unter anderem auch einer der Leser mitgeteilt, er ist weiterhin short im Euro-US-Dollar. Und da sage ich an der Stelle auch immer, das ist ja nicht verkehrt. Es kommt halt immer nur darauf an, welchen Zeitrahmen man anschaut. Weil wenn wir uns diesen, sage ich mal, dieses große übergeordnete Bild hier anschauen, dann sehen wir schon, der Markt kommt eher von oben nach unten runter. Wir haben weiterhin eine Aneinanderreihung fallender Hochs und fallender Tiefs. Also das große Bild ist hier, obala, hier sehen wir gar nichts. Das heißt, das große Bild ist weiterhin natürlich auch abwärts gerichtet. Ich zeige das mal ganz kurz in einem etwas saubereren Chart hier. Zumindest das große Bild, was wir haben, wenn wir uns hier mal den Wochenchart entsprechend anschauen. Schaut mal, der ist entsprechend natürlich abwärts gerichtet. Das ist ganz klar und wer hier andere Zeiträume handelt, der hat natürlich auch ein anderes Bild. Das, was wir jetzt hier in der Morgenbesprechung beleuchten, ist ein etwas kurzfristigerer Ansatz, ein etwas kurzfristigeres Bild für die aktiven Trader an dieser Stelle. Und aus diesem Grund zoome ich hier einfach mal eben ran an das, was aktuell hier interessant ist, ne? Also das heißt, jemand, der das Ganze tradet, da muss sich in irgendeiner Art und Weise schon immer daran orientieren, was gerade jetzt der aktuelle Trend ist. Und der aktuelle Trend, den wir jetzt hier an dieser Stelle haben, der schlängelt sich ja hier nach oben. Das heißt, wir haben ja hier sehr, sehr schön sozusagen das Bild hier, der Markt läuft doch hoch, er trendet mit nach oben rein und das ist ja das, was hier an dieser Stelle wichtig ist, das ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben und den Rutsch, den wir hier nach unten sehen, das ist momentan in der Stunde tatsächlich ein Abwärtstrend, aber bezogen auf diesen Trend hier, hat der hier unten um die Marke von 1,10665 sein Trend tief, erst wenn wir da drunter laufen, sind wir sozusagen wieder abwärts gerichtet, ne? Das ist beim Euro-US-Dollar manchmal ein bisschen tricky, wie sich das
das Ganze traden lässt, aber trotz alledem, der kurze Fokus ist halt da und wir sehen es hier unten, wir haben am Freitag eine erste Umkehrkerze bekommen, die durchaus eine Relevanz nach oben hat. Und jetzt ist es nämlich das Interessante, wenn wir uns das Ganze anschauen, im Stundenchart an sich, dann haben wir durchaus jetzt eine Umkehrsituation, wo wir sehen könnten, wenn sich das Ganze bestätigt, haben wir schon die Chance, wieder etwas nach oben zu laufen. Das heißt, ich blende hier nochmal ganz kurz den Trend ein. Schaut mal, das ist jetzt der Korrekturtrend oben, sozusagen in Bezug auf den vorhergehenden Aufwärtstrend. Wir sehen hier die Korrektur sozusagen. Das ist der Trend, den wir hier an dieser Stelle sehen. Und hier unten ist die Umkehrformation. Schaut, wir haben jetzt hier ein wichtiges Kurslevel rausgenommen. Das heißt, hier die Marke von die um die 1.11.140. Das war ein Level, wo der Markt nach unten gelaufen ist, was als Korrekturlevel auch gegolten hat. Und jetzt sehen wir es, der Markt trendet hier so ein bisschen hoch. Und wenn diese Umkehr sich bestätigt, dann haben wir durchaus ohne Probleme ja die Möglichkeit, noch ein Stück weit nach oben zu laufen. Und selbst wenn es dann mittelfristig nur die Korrektur dieses aktuellen Trends, den wir auf Tagesbasis haben, also ich schalte nochmal ganz kurz um, also hier das etwas große, ich mache den großen Timeframe mal kurz raus, also dieser Trend hier an sich ist ja noch aktiv, hier hat sich nur innerhalb der Korrektur der letzten Bewegung ein Gegentrend gebildet. So, und jetzt haben wir halt hier unten in der Bewegung die Umkehr gehabt und die kann ja durchaus bezogen auf diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, durchaus einfach ein Stück weit höher korrigieren. Das heißt, das spricht dann dafür, Wiederaufnahme der Bewegung von diesem grünen Trend und der hat dann durchaus die Chance, nach oben zu laufen und im kurzfristigen schauen wir jetzt einfach mal, wo sind denn interessante Anlaufpunkte, wenn sich das Bild hier weiter fortsetzt. Das heißt, wir durchaus hier das Potenzial haben, einiges nach oben zu traden und da ist ein wichtiger Marker hier, die Marke von 1.11.29, das ist ein Drehpunkt, das war hier drüben auch ein kleines Korrekturhoch gewesen. Hier müssen wir erstmal uns drüber etablieren, stabilisieren. Hier kam ein Ausbruch um die Marke von 1.11.335. Heißt also hier, diese Stellen, diese nahen Stellen, die sind jetzt entscheidend, wie es weitergeht. Prallen wir ab, ja, dann haben wir gute Chancen, wieder die Unterseite anzulaufen. Gehen wir aber drüber, das ist dann das Spiel, wo ich meine, dann setzt sich die Korrektur von unten entsprechend nach oben mit fort und wir sehen dann entsprechend einen Aufwärtsschub. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, das Bild im Facebook groß zu machen. Jetzt kann man den Chart hoffentlich besser erkennen. Heißt also hier, wenn wir hochgehen, dieses Level, wo wir gerade stehen, nach oben hin verlassen, dann haben die Bullen durchaus die Chance, erst einmal hier diese kleinen Zwischenhochs anzulaufen, um die Marke von 1.11.548 bzw. hier oben 1.11.680. Das ist hier kurzfristig erst einmal die Long-Seite, die wir hier befeuern können. Prallt der Markt aber direkt hier an dieser Stelle ab, also kriegen wir gar nicht erst die Chance nach oben zu laufen, dann können wir uns doch schön zur Unterseite orientieren. Und da haben wir zwei Marker drinnen. Erst einmal hier unten wieder dieses kleine Zwischentief, ganz knapp um die Marke von 1.11.12. Hier, das ist also auch wieder dieser Schwungbereich, den wir hier drüben hatten, über den wir jetzt ja drüber gelaufen sind und wo der Test auch bestanden hat. Und wenn es dann hier definitiv drunter geht, dann können wir uns wieder hier in Richtung dieses Low bei 1.10.850 orientieren. Und das wäre dann übrigens wieder etwas hier mit Blick auf das, was wir auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön momentan sehen. Dann setzt sich halt dieser aktuell der kleinste laufende Trend nach unten hin fort. Und dann wird es interessant, was passiert denn hier unten an diesem Trendtief, dieses grün markierten Aufwärtstrend. Da haben wir die Marke von 1.10.665. Bricht das durch, dann können wir uns etwas weiter nach unten orientieren. Mittelfristig sozusagen hier haben wir noch ein paar Marker liegen, die wir anlaufen können. Das ist aber allerdings momentan noch Zusatzgeschichte aktuell. Laufen wir hier oben und momentan gibt es noch keine Entscheidung, ob der Markt hoch will oder runter will. Die steht kurz bevor, zumindest aus charttechnischer Sicht, ist die Entscheidung hier doch relativ nah. Gehen wir rüber zum Goldchart hier an dieser Stelle. Gold gucken wir uns auch mal an. Sehr, sehr schön. Erst einmal hier der Blick in den Tageschart entsprechend auch zu sehen. Und was wir hier sehen, möchte ich mal ganz kurz noch auf die Woche raufgehen.
Das ist sehr, sehr interessant, was hier passiert ist. Wir haben nämlich ein ganz, ganz deutliches Abverkaufssignal auf Wochenbasis gesehen. Schaut euch das mal an. Natürlich, wir haben hier einen Trend sozusagen, der schön entsprechend nach oben lift. Hier haben wir immer die Abwechslungen, aber im ganz, ganz großen Bild sozusagen haben wir hier an dieser Stelle einen nach oben laufenden Trend. Er schwingt sich langfristig hier nach oben. Und hier haben wir das Hoch, das Zwischenhoch bei 1611 Zählern gesehen. Wir haben da oben natürlich auch einen Widerstandsbereich drin um die Marke von 1600 US-Dollar. Das mache ich mal kurz etwas kleiner, damit man sehen kann, dass es auch etwas ist. Schaut mal, das kommt von hier drüben her. Das war ein Bereich, der hat sehr, sehr lange Zeit, wir sehen hier gerade den Wochenchart, sehr, sehr lange Zeit hat der marktrelevante Beachtung bekommen. Erstmal hier oben als Support, dann unten drunter und dann ist es natürlich ein Widerstand geworden und da notiert der Markt jetzt drinnen und da ist es sehr, sehr oft zu sehen, dass wir nicht einfach so nach oben durchlaufen. Wie schon gesagt, das ist hier der Wochenchart. Umgekehrt müssen wir natürlich sehen, wenn wir jetzt so ein starkes Abverkaufssignal bekommen, dann haben wir durchaus auch die Chance, nach unten hin abzuprallen. Und die letzte Bewegung sozusagen hier, was wir hier gesehen haben, ist ja schön gelaufen, nach unten zu korrigieren. Und da wird natürlich, wenn wir uns das Ganze jetzt gleich in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, das Wochentief von letzter Woche interessant, die Marke von knapp 1540 US-Dollar. Und das Ganze sehen wir uns hier jetzt mal noch im engeren Bilde an, weil wir hier an dieser Stelle natürlich sehen müssen, kriegt die Wochenkerze eine Bestätigung oder nicht. Und da haben wir hier am Freitag eine erste, sage ich mal, ansteigende Kerze gesehen, die auch über das Hoch der Vortageskerze drüber gegangen ist. Und das ist schon ein gewisser relevanter Bereich hier, ganz knapp der Bereich um die 1560, 1563 Zähler. Schubst der Markt da nämlich drüber. Da haben wir die Chancen, dann etwas nach oben reinzulaufen. Wir gucken uns das für die kurzfristigen Ansätze noch in der Stunde gleich an. Ich bleibe nur mal ganz kurz hier. Prallen wir allerdings von oben ab und der Markt geht nach unten. Und da ist genau aktuell wieder so ein bisschen Korrelation zu den Aktienmärkten. Gute Aktienmärkte, meistens negative Entwicklung am Goldmarkt und umgekehrt. Wenn sich das positiv entwickelt, dann sehen wir hier sehr, sehr oft die Korrelation durch fallende Kurse und dann orientieren wir uns unten. Das heißt, das, was wir hier momentan sehen, kurzer Ausflug Freitag nach oben, findet er keine Bestätigung, sondern geht der Abverkauf folgt. Dann haben wir ratzfatz hier unten den Bereich von 1540 wieder im Visier. Bricht das Ganze weg, ist der nächste Anlaufpunkt hier unten dieses Level, als dieser alte Abwärtsschub hier rausgenommen wurde, also dieser Trend hier unten rausgenommen wurde. Das ist der Bereich um die 1518 Punkte, beziehungsweise nicht Punkte, US-Dollar. Und das sehen wir hier auf der Unterseite dann als nächsten Anlaufpunkt, wenn wir tatsächlich den Markt hier nach unten rausnehmen und unters Wochentief laufen, weil wenn sich das Wochentief bestätigt, dann haben wir auf Woche eine bestätigte Umkehrformation und da können wir dann schon deutlich tiefere Kurse auch sehen, wie ich schon gesagt, erster Anlaufbereich hier, die 1580. Gucken wir uns das Ganze mal noch in der Stunde an, da sehen wir, was ich meine hier. Zwischendurch hat sich etwas nach oben geschlängelt, hier, wir sehen es an dieser Stelle, wir haben hier sozusagen einen abwärts gerichteten Markt gehabt und jetzt steigt der Markt hier wieder nach oben an, hat aber die Kerze vom Freitag noch nicht bestätigt. Deswegen sehen wir jetzt hier die blaue Linie. Bestätigung würde heißen, wir laufen wieder hier oben drüber. Das heißt, hier nehmen wir es einfach hoch. Wir gehen ran. Wir machen keine neuen Tiefs hier unten, sondern wir steigen oben drüber rauf und machen diese Abwärtssituation komplett raus und orientieren uns dann zur Oberseite hin. Und dann haben wir nämlich die Situation, dass wir ansteigende Tiefkurse haben und ansteigende Hochkurse. Und das wäre dann die Bestätigung, dass das Signal vom Freitag relevant für den Markt ist und die Anlaufmarken zur Oberseite sind dann auch gut ersichtlich hier an diesen Korrekturhochs ganz knapp, ganz grob um die Marken von 1578 bzw. hier oben dann 1500 und 95 US-Dollar für die Feinunze. Aber wohlgemerkt, dazu muss der Markt erstmal hoch und so schaut es momentan nicht aus. Momentan sieht es eher so aus, als wenn der Markt hier unten drunter läuft. Diese kleine Aufwärtsdynamik, die wir hier gesehen haben, die sind nämlich, ist nämlich mittlerweile rausgenommen worden und der Markt läuft wieder nach unten hin. Aber wie schon gesagt,
Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir haben hier eine kleine relevante Unterstützungszone unten drin und die muss erstmal gehalten oder gebrochen werden und dann können wir sehen, wo es hier weitergeht. Das heißt, laufen wir hier drunter, ist diese gesamte Dynamik, die wir hier weg haben, rausgenommen worden und dann haben wir wieder die Short-Szenarien auf der Uhr und einen Markt, der hier sich eher auf der Unterseite befindlich wiederfinden wird. Das Ganze hier aus der Stunde in den Tag mal hinein projiziert und wie schon gesagt, wenn wir dann unter das Tief bei 1540 laufen, dann kriegt die Wochenkerze eine Bestätigung und dann sollten wir uns definitiv auf der Unterseite mit dem ein oder anderen hervorragenden Setup hier an dieser Stelle wiederfinden können. Und damit gehen wir noch zum WTI. Wer übrigens Fragen hat, bitte einfach rein in die Chats, wenn ich hier gleich fertig bin, steige ich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt noch mit ein. Wir gehen jetzt zum WTI. WTI hier im Tageschart und ich hatte das ja, ich glaube in der letzten Woche irgendwann mal erwähnt, dieses Setup, was wir im September erleben durften und die Situation, wie wir sie jetzt entsprechend erleben. Und schaut euch mal an, was ich damit meine. Wir sind jetzt hier, damals im September war das gewesen, sind wir rein aus technischer Sicht extrem weit nach oben gelaufen, hier in diesen alten Widerstandsbereich um die 63,50 rein. Danach gab es Entspannungen am Ölmarkt und der Ölpreis ist erstmal deutlich nach unten in die Knie gegangen. So, das war das Szenario, was wir im September hatten und mit ein bisschen Glück spielt der Markt halt genau ein solches Szenario jetzt auch wieder. Gucken wir nämlich mal auf die Situation, wie wir sie jetzt haben. Auch hier Anfang des Jahres eine Zuspitzung der Situation am Ölmarkt. Iran, die Ecke, brauche ich nicht zu sagen. Technischer Natur, der Markt nach oben gerannt, wie wild. Und was kam danach? Der klassische Rücksetzer, weil die Situation nicht so schlimm ist, wie es der Markt an dieser Stelle sozusagen empfunden hat, beziehungsweise befürchtet hat, ne, an dieser Stelle. Ich mache mal kurz die runden Marken hier raus. Das heißt, was wir jetzt auf der Uhr haben müssen, ist, wie geht es denn weiter? Wir haben durchaus die Chance auf etwas Erholung. Wir sehen es hier, wir haben hier unten das Zwischentief um die Marke von 58,67 hier in diesem Bereich. Und wenn wir hier unten abprallen und nach oben laufen sollten, dann haben wir durchaus die Chancen hier, erste Mal in Richtung Freitagshoch bei 59,80 zu laufen. Wenn wir das dann überschreiten, haben wir in der Stunde ein paar Anlaufmarken, die gucken wir uns gleich an. Ein Bruch unten drunter, bevor wir in die Stunde gehen, bedeutet dann allerdings natürlich die Bestätigung der sehr, sehr abverkaufslastigen Wochenkerze. Wir sehen das hier, schaut euch das mal an. Das war der massive Abverkauf hier in diesem Bereich. Übrigens auch nicht der erste. Wir sehen es hier drüben. Das haben wir letztes Jahr auch gehabt im, wo war es gewesen, im April. Genau das gleiche Verhalten. Hier die Marke von 63,50, 64. Das ist halt aktuell eine Hausnummer und die ist nicht gerade von der Hand zu weisen. Und wenn diese Wochenkerze hier auch die nächste Bestätigung bekommt, dann haben wir den nächsten Schub nach unten, den wir dann traden können. Und wie schon gesagt, erster Anlaufpunkt wäre mal hier unten der Drehbereich um die 58 Dollar, bevor wir dann uns möglicherweise noch nach unten hier 54,80 beziehungsweise dann kommen noch ganz andere Marker ins Spiel. Aber die Entscheidung muss erstmal kommen und die kommt halt am Wochentief bei 58,67. So, damit genug gequatscht über den Tag. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal für die aktiven Trader hier in der kleineren Zeiteinheit an und da sehen wir es nämlich schon schön. Wir sind aus dem starken Aufwärtsschub nämlich rausgekommen, haben diesen Aufwärtstrend gebrochen und laufen jetzt schön nach unten. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir sind jetzt hier weiterhin schön am Abwärtstrenden und hier oben um die 59,80, da haben wir halt das letzte Hoch von diesem kleinen Trend nach unten hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, das ist die relevante Marke hier oben und hier ist die nächste relevante Marke. Hier sieht man auch die Bewegung nach unten laufen und wenn wir da drüber laufen, das wäre dann ein Indiz dafür, dass es zu einer erstmal korrektiven Umkehr kommen kann und wir uns dann ein Stück weit nach oben orientieren können. Und wenn es da oben soweit ist, dann haben wir hier die Anlaufpunkte 60,46 hier, dieser Bereich. Dann haben wir hier oben diesen großen Bruchbereich, als wir hier das letzte Trendtief rausgenommen haben, um die 62,20. Hier haben wir auch noch einen kleinen Zacker oben. Also hier die 62,20, 62,40. Das ist ein relevanter Bereich und da könnte der Markt durchaus
das ein oder andere Anlaufszenario testen. Wie schon gesagt, entscheidend ist es dafür allerdings, dass wir hier über die 59,80 drüber laufen und hier kein Tief machen. Und dann ist das Ganze gut. Bricht es weg, wie schon gesagt, dann wird es relevant, was hier um die Marke von 58 Dollar passiert. Das wäre dann der nächste Auffangpunkt auf der Unterseite. Da spielen dann die Short-Szenarien eine Rolle. Das kann dann jeder entsprechend seines Handelssetups für sich ziehen. Das heißt, hier im Ölmarkt, im WTI, haben wir zwei relevante Marken. Das Wochentief bei 58,67 bzw. das Hoch vom Freitag bei 59,80. Und diese Marker werden eine kurzfristige Indikation dafür geben, wo es hingehen kann. So, damit haben wir auch das WTI besprochen. Und jetzt gucke ich noch mal kurz in die Fragefelder rein. Fragen habe ich da momentan keine. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie immer Dankeschön für die Zeit zum Montagmorgen. Ich hoffe, der ein oder andere findet die ein oder andere gute Trading-Idee, die dann für profitables Trading sorgt. Ich sage Tschüss, bis morgen, 8.30 Uhr geht es weiter. Und bitte auch nicht vergessen, wir haben diese Woche noch ein Webinar mit dem Dirk Hilger am 15. Ich zeige mal ganz kurz noch auf der Website von Tickmill, wo man das Ganze finden kann. Gebt mir einen kurzen Augenblick. Ich ziehe es nochmal kurz rüber. Muss die Seite nochmal eben auch auf Deutsch umstellen. So, und dann gehen wir mal hier in die Webinare rein. Ich ziehe es mal kurz mit oben drauf. Das heißt, hier an dieser Stelle selbstverständlich hier einmal das Ganze gezeigt. Und zwar die Website von Tickmill eingestellt auf Deutsch. Und dann haben wir hier bei den Werkzeugen die Webinare drinnen und da kann man sich zu allen Webinaren bei Tickmill anmelden, also auch zu den täglich neuen Handelsideen. Und wir haben hier am 15. Januar um 15 Uhr mit dem Dirk Hilger und dem Frank Eschmann das Webinar Strategisches Handeln mit dem Stereo Trader. Wie schon gesagt, ist da, ist offen, kann sich jeder anmelden, das heißt da gerne auch rein. Ich sage jetzt Tschüss, Handel geht gleich los, muss mich fertig machen, bis morgen, bye bye.